Liebe Freunde von schnellen und schönen Autos, es geht nach Monaco zum Carsport. Für jeden Carsporter ist Monaco der Place to be. Und ich werde jetzt eine Woche dort verbringen und werde das Ganze mal begleiten in so einem Vlog, mehrteilig auf jeden Fall. Und auch alles so drumherum mal ein bisschen beschreiben. Wer jetzt einfach nur die geilen Spots aus Monaco sehen will, dann muss ich mal ein bisschen vorschaffeln. Für den Rest zeige ich so ein bisschen, wie ich das möglich gemacht habe, dass ich einen 8-Tage-Urlaub in Monaco für 300 Euro mir finanziere. Wer schon mal versucht hat, in Monaco zu übernachten, der weiß, das ist nicht günstig. Und ich verrate so ein paar Tipps und Tricks, wie das doch ganz günstig funktioniert. Das Erste ist, wir stehen hier am Busbahnhof und nicht am Flughafen oder am Bahnhof. Wir fahren über Nacht 11 Stunden, was erstmal eine Menge ist, aber das Schöne ist, wir haben zwei Stops bis nach Nizza, der Bus fährt bis nach Nizza. Das ist einmal Milano, also Mailand und Genua. Und von daher kann man relativ lange schlafen, bis der erste Stop kommt. Und man wird nicht dauernd wach gemacht, wenn die Lichter im Bus angehen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach morgen früh in Nizza wieder. Und dann werde ich mal so ein bisschen erzählen, wie das mit dem Übernachten so klappt. Jetzt endlich angekommen hier in Nizza. Das war vielleicht eine Qual. Mit 4 Stunden Verspätung sind wir jetzt hier. Eigentlich sollte ich um 8 ankommen. Jetzt haben wir es 12 Uhr. Wir hatten Stau dabei. Wir wurden von der Polizei kontrolliert. Und das Platzangebot in dem Bus war einfach brutal. Also ich konnte mich nicht mal gerade hinsetzen. Ich bin nun auch über 1,90 groß und echt wenig Platz. War auch leider nur ein Ersatzbus, kein richtiger Flixbus. Naja, jetzt möchte ich erstmal schnell zu meinem Apartment. Das wird nämlich das nächste, wo ich ein bisschen Geld gespart habe. Das ist ein Airbnb-Apartment für 17, 18 Euro die Nacht. Ich glaube, günstiger kann man an der Côte d'Azur, glaube ich, gar nicht übernachten. Und da gehe ich jetzt ganz schnell hin, um einzuchecken. Endlich bin ich angekommen in meinem Apartment, hier im Airbnb-Apartment von der Kate. Ich kann euch gerne mal das Zimmer in die Beschreibung packen, weil eine super nette Gastgeberin war sehr zufrieden. Die hat mir so unheimlich viele Tipps gegeben, zum Beispiel, wie ich hierher komme. Und dann hat sie gesagt, gleich den Bus 98 nehmen, merken, der Bus 98 Richtung City. Und ja, wenn du dann aussteigst bei der Promenade des Arts, dann bist du eigentlich im Kern von Nizza und von da aus geht's für mich dann mit der Tram weiter, muss dann gucken, wo man dann wohnt. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Monaco und zwar werde ich da doch mit dem Zug fahren und nicht, wie ich erst gedacht habe, mit dem Bus, der nur 1,50 Euro kostet, aber relativ lange braucht und gerade bei dem Verkehr, was heute hier los sein dürfte, ist doch, glaube ich, der Zug die bessere Wahl. Preise kenne ich noch nicht, aber darüber kläre ich gleich auf. Kostet 27 Euro für jetzt eine ganze Woche, also 7 Tage. Und damit komme ich halt von Monaco bis nach Cannes. Und jetzt fahren wir nach Monaco. Oh, die Sonne ist wieder da. Hier bin ich. Zum ersten Mal an der Oberfläche von Monaco. Und oh, man kommt direkt nach oben. Man sieht den 488 vorbeifahren. So habe ich mir Monaco doch vorgestellt. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich im Moment bin und wo ich hin muss. Aber mein erster Spot ist auf jeden Fall Casino. Gucke ich mal, ob ich da jetzt ohne Karte hinfinde. Ich habe noch lange nicht rausgefunden, wo ich bin. Ich weiß jetzt eine Himmelsrichtung, weil ich unten jetzt den Hafen gesehen habe. Aber ich glaube, oder ich vermute, dass ich noch viel zu hoch gelegen bin. Dass ich noch ein paar Querstraßen weiter runter muss. Wisst ihr, was mich gerade voll anpisst? In meinem Rucksack ist eine Capri-Sonne ausgelaufen. Und es tropft die ganze Zeit, naja, klebriges Wasser aus meinem Rucksack in meine Füße, nein, in meine Schuhe. Ich habe einen Lichtblick. Ich weiß, wo ich bin. Und zwar ist hier vorne um die Ecke ein sehr krasses Hotel, wo eigentlich immer, wenn ich irgendwelche Spotting-Videos aus Monaco gesehen habe, was Geiles davor stand. Jetzt dürfen wir auch ganz gespannt sein, ob hier irgendwas Cooles steht. Im Moment sehe ich noch nichts. Ah, da hinten haben wir einen
ist Martin Rapid, aber die Auswahl. Ah, guck mal, hier vorne ein gelber California haben wir noch. Na, immerhin. Aber dieses Hotel kann mehr. Eigentlich. Aus Liberien. Da steht er. Ach, guck mal, dahinter hat sich noch ein McLaren versteckt. Wie schön. Was hat der Schiebe da? Das ist ein 570 GT. Einmal kurz Fotosession. Ich bin nämlich nicht nur mit Camcorder unterwegs, sondern hier auch nochmal mit Kamera. Ist jetzt nicht das Mega-Equipment, das ist eine alte gebrauchte Nikon D5000, aber besser als Handyfotos. Nehmen einen völlig langweiligen Maserati. Da steht ein 488 von hier im Weiber auf der Seite. Bentley-Container. Gut, Panavera, die Nullen. Aber hier aus Bulgarien. Er ist von da. Folgt jetzt auch zu einer Fotostory. Ja, und einen schönen Rolls. Corniche, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich irre, brennt dich unten richtig ein. Dann wollen wir jetzt aber mal weiter Richtung Casino. Da, ich kann es in der Spiegelung noch sehen. Ich glaube, es waren 2488 und davor war ein Aventador SV. Hier unten haben wir den Yachtclub. Und da gehen wir auf jeden Fall auch noch vorbei. Aber wir können von hier vorne schon sehen. Wir haben einen California. Dahinter ein Bentley Continental GTC. Und dahinter ist wahrscheinlich ein G63 AMG. Aber das gucken wir uns alles mal aus der Nähe an. Da ist das Casino. Ich kann es sehen. Irgendwie bin ich so langsam aufgeregt. Was könnte da nur stehen? Ist es ein Highlight oder sind es nur normale Supercars? Aber bei einem bin ich mir sicher, es stehen Supercars da. Da bin ich mir zu 99% sicher. Hinten sehe ich schon mal einen McLaren. Oh, daneben ist aber ein Highlight. Jawohl. Ein Pagani Huayra. Ein Pagani und ein LaFerrari. Oh mein Gott, das ist so geil. Jawohl, wir haben Highlights. Und da hinten steht noch ein 918, aber eins nach dem anderen. Hier haben wir einen LaFerrari. Aus dem Königreich Saudi-Arabien. Wir gehen hier rüber. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen irgendwo im Internet schon. Auch aus KSA. Nein, das ist der Pearl. Das ist der die ganze Zeit in Paris stand. Jetzt steht er hier. Okay, der kommt schon mal aus England. Und der GTR. Fragen, sind Sie angemeldet? Ja, er steht auch unter britischer Flagge. 918. Auch unter britischer Flagge hier. Ja, mache ich jetzt nochmal die Runde? Ja, ich mache erst gerade die Runde. Da hinten kommt schon wieder das nächste Highlight, Black Series SL65 aus Russland. Den 675 LT, der geht hier schon fast unter bei diesen ganzen Highlights. Das ist aber auch ein geiles Auto. Fährt in Monaco. Okay. 458, Klassiker. Werden wir noch öfter sehen in dieser Woche, bin ich mir ganz sicher. Russell Dorn aus München, der könnte mich eigentlich wieder mit zurücknehmen. Noch ein Rolls-Royce, diesmal Wraith aus Liechtenstein. Was ist das denn für ein krasser Umbau? Ah, ein 9FF, ich sehe es. Also auch aus München, kann mich auch mit zurücknehmen. Überhaupt nicht mehr hinterher. Mit Fotos und Videos machen, das ist sowieso schwierig, erstmal beides auf einmal zu machen. Aber du bist gerade an dem Auto, ein Auto und plötzlich passiert an der anderen Ecke irgendwas. Da kam jetzt eben noch ein SV vorbei, habe ich gar kein Video mehr geschafft, sondern gerade schnell Fotos gemacht. Es ist unglaublich. Schlag auf Schlag. Ich hoffe, das geht die nächsten 7 Tage so weiter.
Jetzt geht es weiter der Formel-1-Strecke entlang. Also wir gehen erstmal zur Herpin. Fairmont Hotel ist da ja. Es gibt eine Abkürzung da über die Seite. Aber ich will ja was sehen von den Straßen, deshalb gehe ich hier lang. Huracan, ganz normaler Huracan in Silber und ein ganz normaler 488 Spider. Dahinter versteckt sich ganz zurückhaltend ein I8. Und hier haben wir noch einen Schweizer G63. Willkommen zum Roundabout. Hier ist der Hotspot für alle Spotter. Aber welchem Spotter muss ich da sagen, dass der Roundabout der Hotspot ist? Das weiß jeder. Schon tausendmal gesehen im Internet und direkt am ersten Tag jetzt auch schon hier. Aber jetzt leider nicht sehr schön nah dran, da müssen wir. Aber den sehen wir bestimmt nochmal. Der treibt sich sehr oft in Monaco rum. Garage habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht ewig darin aufhalten, weil so richtig nach Highlight sah es da drin jetzt auch nicht aus. Gehen wir aber mal die Abkürzung hier hinten durch, durch den Hintergarten. Das war gerade ziemlich geil. Wahrscheinlich ist er jetzt schon. Ah, ich höre ihn, der fährt gerade hoch. Schade, ich hätte gerne noch Bilder von ihm gemacht. Vielleicht sehe ich ihn heute nochmal, wäre ganz schön. Da sind gerade ein paar Kids, die sind hier irgendwie ganz wild rumgerannt. Ich sehe nur, dass da hinten die Mattball-Autos wieder stehen. Der 675 LT Spider und der Aventador. Super. Ja, was ist denn los? Also oben steht ein heurer Pearl. Und hier. Hier versammeln sich irgendwie alle. Ich hab was verpasst. Das ist doch nur, 6,5, nur ein 675 LT und ein ganz normaler Aventador LT 700. Ich verlasse jetzt wieder den Roundabout. Da
Da vorne steht gleich wieder ein geiles Auto. Oh. Da haben wir ein paar McLaren stehen und dann. Und da hinten ist, würde ich sagen, die Kleine. Weil da steht ein 570, ein 720 und da steht, glaube ich, ein 650 und ein 650. First of all haben wir hier ein 540 ist das, glaube ich. Und das hier, da ist es das Spannende. Mein erstes 20, den ich so sehr gerne erwähnt. So, da hinten haben wir den 670 Engine. Vor dem Jahr brauchen wir jetzt noch ein paar Fotos. Das sind, lasse ich auch, ist einfach eine hier 6 S63 AMG Coupé. Noch ein Brabus G Huracan. Ein AMG. Ach, guck mal. Den haben wir eben gesehen, aber nur so am Rande. Bentley GTC, ein AMG SLS, Jarrett Coupé aus Russland. Und dann sind wir wieder oben. Der Monte Carlo Beach. Hier sind sie noch große Offen rein, die sie jetzt schon im Bentley zumindest. Auf diesem Parkplatz hier parken oft auch noch echt krasse Karren. Da gehen wir jetzt nochmal rüber und checken das. Größtenteils die meiste Zeit hier in Monaco aufs Filmen konzentriere, habe ich jetzt auch schon 465 Fotos gemacht. Die Ausbeute gerade bei dem Strandparkplatz war natürlich, hat dazu im höchsten Maße beigetragen. Ich glaube, jetzt werde ich es mir ein bisschen gemütlich machen am Roundabout vorne, hock mich da ein bisschen hin, ess und trink vielleicht was. Gracias.
wieder beim Casino Square. Und hinter mir ist zum Beispiel 458 Liberty Walk, der ist jetzt neu dazugekommen. Ansonsten. Ja. Ja, V10. Der ist auch noch neu dazugekommen. Ich hab noch mal was zu essen geholt, und zwar hier McDonald's. Ist nämlich in diesem Gebäude mit drin. Also direkt am Roundabout, in diesem NI heißt das, N-I. Und da gibt es natürlich auch irgendwelche Toiletten, dass man natürlich auch mal dringend wieder nötig. Kein Play. Und da gibt es bezahlbares Essen. In Monaco. So als Tipp. Thank you.
musste eigentlich nur noch mal der Bugatti Veyron vorbeikommen, dann ist der Tag perfekt. Dann hätte er besser nicht laufen können. Das ist wirklich das Einzige, was mich heute schlaucht, dass ich einen Bugatti gesehen habe und ich konnte ihn nicht festhalten. Tagsüber ist Monaco ja schon echt krass, aber abends wird es echt anstrengend, so viele Autos wie hier auf einmal kommen. Stehen soll. Noch sehe ich ihn nicht, aber halt mal die Augen offen. Vielleicht haben sie den Sonder doch schon runtergefahren. Oh. Ja, stell dich scharf. Hier ist weit und breit kein Pagani Sonder. Vielleicht meinten sie ja hier unten. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass er schon weg ist. Hier ist ganz schön was los. Dunkle Continental GTC. Rolls-Royce Phantom. 488 GTB, also sind wahrscheinlich alles solche, die ich heute schon gesehen habe. Den roten Mantel, den habe ich doch auch heute gesehen. Das sagt mir was. 430 Spider, Aston Martin Rapid, nochmal zwei Bentley Continental GTC, Drophead. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen Flying Spur V12.
Hinter mir noch Feuerwerk. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Heimweg. Ich gehe noch mal im Casino und zwei Hotels vorbei. Eigentlich könnte man hier noch länger bleiben, weil das Nachtleben, das fängt jetzt gleich erst an. Ne? Die Monegassen, die gehen jetzt gleich erst richtig feiern. Aber ich bin einfach tot müde. Ich habe ja heute Nacht im Bus nicht wirklich viel geschlafen. Heute den ganzen Tag auf den Beinen. Ich glaube, ich freue mich jetzt schon ein bisschen aufs Bett. Und morgen geht es ja gleich weiter in Cannes. Ganz viele Aventadors. Und das ist auch hier schon der Fall in Monaco. Hatte ich eigentlich erst in Cannes mitgerechnet, aber hier ist auch schon. Da haben wir auch noch einen. Zeigt mir die ganze Zeit an, dass der Speicher fast voll ist. Das heißt, ich habe heute 16 GB durchgeballert. Und es war eigentlich fast nur ein halber Tag, dadurch, dass ich so verspätet war. Ich baller mich, glaube ich, richtig voll mit Gigabytes.
Jetzt haben wir schon den nächsten Morgen. Ich wollte eigentlich gestern Abend auch, als ich nach Hause gekommen bin, einen kurzen Abschiedsvlog machen, aber ich war so fertig. Der hat mich einfach noch hingelegt und bin eingeschlafen. Deshalb jetzt gerade, also Monaco war ein voller Erfolg. Also es gibt hier noch einige Wagen, die ich noch nie auf der Straße gesehen habe, weil ich auch noch nicht so lange am Kasten bin. Das hat sich gestern schon für mich erfüllt. Der erste Pagani, es waren gleich zwei Pagani, ein Huayra und ein Sonder. Den Ferrari R40 haben wir abends noch gesehen, was immer so ein Highlight war. 918 und LaFerrari haben es ja schon mal gesehen, aber das war jetzt nochmal ein mega Highlight. Ja, und jetzt habe ich leider noch gehört, dass gestern Abend noch zwei weitere Pagani Huayra in Monaco waren. Und zwar die beiden, die die letzten Tage in Cannes auch sehr lange Zeit standen. Das ist immer, das trügt noch ganz schön, ne? Wenn man was nicht gesehen hat, was aber da war. Aber komm, stehen wir drüber. Heute ist Cannes dran und wie es da aussieht, das sieht man im nächsten Video.